Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In der Vergangenheit wurde ich immer wieder von einigen von euch gefragt, wie schauen eigentlich genau die Aufgaben aus, die einen im Psychologie-Aufnahmetest in Österreich erwarten? Und die Universität stellt jedes Jahr Beispielaufgaben zur Verfügung, die in vergangenen Tests drankamen. Außerdem haben mir einige Abonnenten von diesem Kanal im letzten Jahr Aufgaben zur Verfügung gestellt bzw. geschickt, an die sie sich noch erinnern konnten, die im Test vorkamen. Das heißt, anhand dieser beiden Quellen wollen wir in diesem Video mal reinschauen, wie sind die Aufgaben im Psychologietest gestellt und wie kannst du dich dann logischerweise auch am besten darauf vorbereiten. Der Test ist grundsätzlich in drei Teile gegliedert. Erstens der Teil, in dem man sich Fachwissen aneignen muss. Zweitens der Teil, wo es um formal-analytisches Denken geht. Und im dritten Teil um englisches Leseverständnis. Fangen wir also mit dem ersten Teil an, zum theoretischen Wissen aus dem Lehrbuch bzw. aus dem Skript. In der Vergangenheit war es so, dass dort viele Fragen gestellt wurden zu Faktenwissen, vor allem sehr ins Detail gehende Fragen, auch aus dem Stoff aus dem Buch, zum Beispiel wie hier in der folgenden Frage, die auch in den Beispielfragen zur Aufnahmeprüfung enthalten ist, welche Aussagen zu Stereotypen und Vorurteilen ist oder sind korrekt. Häufige persönliche Interaktionen bzw. Begegnungen von Mitgliedern verschiedener Gruppen sind dazu geeignet, Vorurteile zwischen Gruppen zu reduzieren. Zweitens, Stereotype entwickeln sich ausschließlich gegenüber größeren Bevölkerungsgruppen, zum Beispiel Männer, Frauen, Inländerinnen, Ausländerinnen. Drittens, Stereotype betreffen nur die Fremdgruppe, aber nicht die eigene Gruppe. Viertens, Stereotype stellen dispositionelle und keine situativen Attributionen dar. Ja, das heißt, was man hier an der Frage sehen kann, ist das, was in der Vergangenheit eben häufiger der Fall war, dass eben sehr ins Detail gehend theoretisches Wissen abgefragt wurde. Und das sind eben auch eben vor allem diese Fragen, die in den Beispielfragen zur Aufnahmeprüfung vorhanden sind. Eine weitere hier, das Arbeitsgedächtnis, lässt sich erstens im Wesentlichen im Temporallappen des Gehirns lokalisieren. Zweitens lässt sich in verschiedene Komponenten unterteilen, zu denen die zentrale Exekutive und der phonologische Notizblock zählen. Drittens greift laut dem Modell von Anderson 1993a auf das deklarative und das prozedurale Gedächtnis zu. Viertens kann als weiteres Konzept des Kurzzeitgedächtnisses verstanden werden. Ich nenne jetzt hier bewusst nicht die Lösungen zu diesen Aufgaben, damit du es selbst für dich mal beantworten kannst, falls du den Stoff schon gelernt hast. Die Lösungen dazu, wenn sie dich interessieren, findest du in der Videobeschreibung. Und was man eben hier sieht, sind diese sehr ins Detail gehenden Fragen, die in der Vergangenheit abgefragt wurden in der Aufnahmeprüfungen. Was jetzt allerdings in der kürzeren Vergangenheit der Fall war, dass im Aufnahmetest weniger dieses Faktenwissen abgefragt wurde und vermehrt anwendungsbezogenes Wissen. Da hat ein Abonnent von diesem Kanal mir im letzten Jahr nach der Aufnahmeprüfung geschrieben, was gut zu wissen wäre, ist, dass man sich keine Jahreszahlen merken muss, auch nicht, welches Experiment wer gemacht hat. Ich habe auf actactact.com einige Probetests gemacht und dort musste man oft wissen, wer welches Experiment gemacht hat. Und daher habe ich viel Energie und Zeit ins Auswendiglernen dieser Sachen investiert. Ich weiß nicht, ob es jedes Jahr so ist, aber heuer wurde diesbezüglich keine einzige Frage gestellt. Außerdem sind die Fragen bei actactact viel wörtlicher als beim echten Aufnahmetest, sprich die Beispiele für gewisse Phänomene, zum Beispiel Konditionierung, Habituation, sind 1:1 die vom Buch. Beim Aufnahmetest ist es nicht so, da geht es viel mehr ums Verständnis. Also würde ich jedem empfehlen, der die Aufnahme macht, für jedes einzelne Phänomen, Konditionierungen, Kausalbeziehungen, Prägungen, verschiedene Merktechniken und so weiter, die im Buch vorkommen, sich selbst Beispiele zu überlegen und nicht nur die vom Buch zu lernen. Ja, das heißt, es geht im Aufnahmetest mittlerweile eben nicht nur um das Faktenwissen, besonders geht es eben nicht um Jahreszahlen. Wir haben zwar hier in der Aufgabe davor schon gesehen, dass bei der dritten Auswahlmöglichkeit das Modell von Anderson, da 1993a in Klammern dahinter steht, aber in solchen Aufgabenstellungen werden dir in aller Regel keine falschen Jahreszahlen in Klammern genannt oder sowas, sondern es geht darum, dass du weißt, welches Modell gemeint ist und dann sagen kannst,
ja, ist diese Aussage in Bezug auf dieses Modell richtig oder falsch? Aber es geht, in der Regel wird nicht gefragt, in welchem Jahr wurde dieses Modell erstellt oder diese Studie oder ist diese Studie von Andersen, von Dörner oder von Festinger oder was auch immer, sondern es geht eben darum, dass du weißt, welches Modell ist gemeint und dann die Fakten zu diesem Modell parat hast und abrufen kannst. In der Vergangenheit, jetzt hat gerade im letzten Jahr war es aber eben so, dass eben zusätzlich zu dem Faktenwissen sehr, sehr viele anwendungsbezogene Fragen gestellt wurden. Die einzige anwendungsbezogene Frage, die man in den Beispielfragen findet zum Aufnahmetest von den Universitäten, ist folgendes hier: Ein Kind nimmt einem anderen Kind das Spielzeug weg und wirft es in einen Fluss. Als Konsequenz verbieten die Eltern dem Kind, eine Woche lang fernzusehen. Wie würde man die Reaktion der Eltern bezeichnen? Erstens negative Verstärkung, zweitens Bestrafung zweiter Art, drittens positive Bestrafung und viertens negative Bestrafung. Ja, und hier sieht man eben das, was im vergangenen Jahr häufiger der Fall war. Ungefähr 50% der Aufgaben waren in Bezug auf theoretisches Faktenwissen und 50% der Aufgaben waren eben solche Fragen. Zumindest nach den Aufgaben, die mir eingeschickt wurden von Abonnenten dieses Kanals, die sich eben an Fragen erinnern konnten und die mir geschickt haben. Eine Frage, die jetzt konkret im letzten Jahr dran kam, die nicht in den Beispielaufgaben der Universität vorhanden ist, sondern in meiner Testsimulation, die ich erstellt habe, auf Basis der Fragen, die mir im letzten Jahr eingeschickt wurden, ist folgende Frage hier, die in sehr ähnlicher Form eben letztes Jahr dran kam. Der Mitarbeiter von einer Organisation bittet Anke, einmal im Monat Blut spenden zu gehen. Sie lehnt es ab, als derselbe Angestellte sie kurze Zeit später darum bittet, nur einmal Blut spenden zu gehen, stimmt sie direkt zu. Welche Techniken wurden hier verwendet und welchem Prinzip kann oder können sie zugeordnet werden? Erstens zur Konsistenz, zweitens zur Reziprozität, drittens die Door-in-the-Face-Technik, viertens die Foot-in-the-Door-Technik. Und hier muss man eben auch, wie bei allen anderen Aufgaben, sagen, welche von dir diesen vier Aufgaben jeweils richtig oder ob sie eben nicht richtig ist. Und ja, solche anwendungsbezogenen Aufgaben, wo es eben darum geht, wirklich zu verstehen, was dieses oder jenes Phänomen bedeutet und wie es sich im Alltag erkennen lässt, darum ging es eben vermehrt, gerade im letzten Aufnahmetest. Und dadurch, dass die gleiche Fragenzahl, eben 30 Fragen, dieses Jahr wieder der Fall ist, ist sehr stark anzunehmen, dass es eben in diesem Jahr auch wieder sehr stark darum gehen wird, Beispiele erkennen zu können und den Stoff sehr gut verstehen zu können und nicht nur darum, bestimmte Fakten auswendig zu lernen. So viel zum Teil A vom Lehrbuch und Skript. An der Stelle möchte ich kurz anmerken, dass ich seit diesem Jahr einen Intensivkurs anbiete, der eben sich genau darum dreht, eben nicht nur dieses Faktenwissen auswendig zu lernen. Zum Faktenwissen, da gibt es andere Angebote von mir, zum Beispiel meine digitalen Karteikarten, die zum Prüfungsstoff, zu den wichtigsten Informationen ab sofort wieder verfügbar sind. Aber dieser Intensivkurs, der dreht sich eben nicht nur darum, dieses Faktenwissen zu können, sondern vor allem eben auch ein tiefes Verständnis von diesen Theorien, Studien und so weiter zu haben, sodass du in dem Aufnahmetest diese anwendungsbezogenen Aufgaben auch sehr gut lösen kannst. Wir werden viele Beispiele uns überlegen, viele Beispiele auch versuchen zu erkennen und immer wieder besprechen, die Übungsaufgaben, die wir machen. Außerdem gibt es am Ende dieses Intensivkurs eine Testsimulation, die dir wirklich eine realistische Einschätzung ermöglicht, wie gut du im Test bereits abschneiden würdest. Die wurde entwickelt auf Basis der Fragen, die mir im letzten Jahr von zahlreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern zugeschickt wurden und bietet somit eine wirklich realistische Einschätzung darüber, wie du im Aufnahmetest, ja, worauf du dich da einstellen kannst. Wir haben hier zum Beispiel eine Testteilnehmerin, die teilgenommen hat, die im Anschluss gesagt hat: Ich finde, diese Testsimulation ist super, um einschätzen zu können, wie viel man schon kann und wie viel man noch üben muss. Man erkennt genau, an welchen der drei Teile man noch arbeiten muss und an welchen man schon ganz gut ist. Ich habe die Aufnahmeprüfung 2020 schon gemacht und deswegen kann ich sagen, dass diese Simulation sehr realistisch ist und der wirklichen Aufnahmeprüfung wirklich sehr ähnlich ist. Das heißt, falls du darin Interesse hast, dann schau gerne auf meine neue Website vorbei, psychologie-aufnahmetest.at. Dort findest du die Simulation und andere
hilfreiche Lehrmaterialien. Dann kommen wir jetzt aber zum nächsten Teil, nämlich zum Teil B, zur Methodik bzw. zum formalanalytischen Denken. Eine Teilnehmerin des letzten Jahres hat mir nach dem Test folgenden Erfahrungsbericht geschickt, und zwar: Beim Methodikteil habe ich persönlich sehr viel Zeit verschwendet. Ich bin nicht fertig geworden, weil die Beispiele doch recht lang waren und ich eher mit kurzen und knappen Aufgaben, die schnell erledigt sind, gerechnet habe. Beim Englischteil habe ich auch mit weniger Text, waren ca. 4 Seiten gerechnet. Der Text an sich war aber relativ einfach. Das heißt, ja, man sollte auf jeden Fall für den zweiten und dritten Teil für formal-analytisches Denken und für den englischen Teil genügend Zeit einplanen, weil hier, wie man sieht, bei der Beispielaufgabe auch aus dem PDF von den Universitäten sieht man diese lange Aufgabe zum Beispiel hier. Das Skalenniveau stellt eine wichtige Eigenschaft bei der Messung von psychologischen Merkmalsausprägungen dar. Es bestimmt, welche mathematischen Operationen mit einer Merkmalsvariable zulässig sind, welche Transformationen mit den Zahlenwerten durchgeführt werden können und welche Informationen das entsprechende Merkmal liefert. Eines dieser Skalenniveaus stellt die Nominalskala dar. Die vergebenen Zahlenwerte in einer Nominalskala dienen dazu, die kategorielle Gleichheit bzw. Unterschiedlichkeit von Merkmalsausprägungen auszubilden. Ein Beispiel für ein nominal skaliertes Merkmal ist das Geschlecht. Dies liegt prinzipiell in 2 Ausprägungen vor, männlich und weiblich. Somit wäre für jedes Geschlecht ein spezifischer numerischer Wert zu definieren. Die Höhe der Werte ist diesbezüglich irrelevant, da der Zahlenunterschied nur die Gleichheit oder Unterschiedlichkeit der Personen bezüglich ihres Geschlechts abbilden muss. Stellen Sie sich vor, dass bei einem Fragebogen die Nationalität der Teilnehmerinnen erhoben wurde. Anbei finden Sie eine Auflistung, über welche Nationalität die ersten 5 Teilnehmerinnen der Befragung verfügen. Welche der folgenden Nominalskalierungen der Nationalität der Teilnehmerinnen ist oder sind gemäß der obigen Beschreibung korrekt? Erstens Skalierung D, zweitens Skalierung C, drittens Skalierung A, viertens Skalierung B, und dann sieht man hier rechts eben diese Tabelle von den unterschiedlichen Skalierungen, wo man eben dann zuordnen muss, ist hier jeweils eine Nominalskalierung gegeben oder nicht. Ja, das heißt, wie man hier schon sieht, die Aufgaben im Methodikteil, die können doch recht knifflig sein. Da muss man sich erstmal reindenken, und da können eben vor allem diese langen Texte sein, die man erstmal verstehen muss, um dann die Aufgabe überhaupt bearbeiten zu können, beziehungsweise wo man erstmal die relevanten Informationen rauskristallisieren muss, um die Aufgabe bearbeiten zu können. Das heißt, für diesen Teil sollte man sich auch genügend Zeit übrig lassen. Es sind zwar weniger Fragen im Methodik- und im Englischteil, aber trotzdem würde ich sagen, sollten für die Fragen im Methodik- und Englischteil jeweils eigentlich ja genauso viel Zeit wie für die Theorieaufgaben zur Verfügung stehen, wenn nicht sogar mehr, weil sonst eben die Zeit sehr knapp wird. Aber im Methodikteil müssen nicht nur solche langen, ausführlichen Aufgabenstellungen vorhanden sein, sondern es könnte auch eine etwas knappere sein. Hier ist eine Aufgabe, die in ähnlicher Form letztes Jahr dran kam. Ihnen werden 4 Karten vorgelegt, auf denen sich jeweils ein Buchstabe auf der einen Seite und eine Zahl auf der anderen Seite befindet. Zu sehen sind die Zeichen A, H, 6 und 3. Ihre Aufgabe ist es zu überprüfen, ob folgende Regel gilt. Wenn auf der Vorderseite ein Vokal steht, dann steht auf der anderen Seite eine gerade Zahl. Welche Karte oder Karten würden Sie umdrehen, wenn Sie zur Überprüfung so wenig Karten wie möglich umdrehen sollen? A, H, 6 oder 3? Ja, das ist eine kürzere Aufgabenstellung, und trotzdem ist es auch hier relativ knifflig, muss man sich erstmal reindenken, um diese Aufgabe beantworten zu können. Und das ist eben, wie gesagt, eine originale Aufgabe, die im letzten Jahr drankam, in etwas anderer Formulierung, etwas anderer Form, aber vom Prinzip her genau so. So viel zum Methodikteil. Kommen wir noch zum letzten Teil, zum englischen Textverständnis. Hier ist es grundsätzlich so, dass dir eben ein englischer Text zu einem psychologischen Thema gegeben wird, du diesen Text durchlesen musst und dann Fragen in deutscher Sprache zu diesem englischen Text beantworten musst. Das Schema ist dabei das gleiche wie bei den anderen Teilen auch, das heißt, du hast 4 Antwortmöglichkeiten, alle 4 oder nur eine oder 2 oder 3, also 1 bis 4 Antwortmöglichkeiten können richtig sein, und so wird eben dein Verständnis von diesem englischen Text
getestet. Ich glaube, es macht an der Stelle keinen Sinn, Beispielaufgaben zu verwenden, weil du jetzt halt eben keinen englischen Text vorher gelesen hast, aber du findest auf der einen Seite die Beispielaufgaben von den Universitäten in der Videobeschreibung und auch den Link, wie gesagt, zu meiner Testsimulation, die ab sofort verfügbar ist. Und der Vorteil dort ist, dass der originale Text verwendet wird, der im letzten Test verwendet wurde. Das heißt, du findest hier eben genau das sprachliche Niveau, das im letzten Jahr vorausgesetzt wurde, und dann eben Fragen dazu, die dir einen Einblick geben, wie gut du diesen Teil bearbeiten kannst mit deinen bisherigen sprachlichen Fähigkeiten. Wie gesagt, außerdem findest du in der Videobeschreibung Informationen zu meinem Intensivkurs. Du findest ab sofort wieder die digitalen Karteikarten und zwar in überarbeiteter Form inklusive dem Teil auch zu dem Aufnahmetestskript, das seit diesem Jahr eben auch relevant ist. So kannst du eben in einem digitalen Karteikartensystem die Inhalte immer und immer wiederholen, sodass du ja direkt mit dem Lernen anfangen kannst und die wichtigsten Informationen dann beim Test auswendig weißt. Außerdem findest du auf meiner Website die kostenlosen Zusammenfassungsvideos, die ich auf YouTube hier hochgeladen habe, nochmal in komprimierter Form aufbereitet, alles übersichtlich gestaltet, sodass du dort wirklich einfach alle Videos, die ich zum Thema Aufnahmetest hier hochgeladen habe, in komprimierter Form finden kannst. Wenn dir dieses Video geholfen oder gefallen hat, dann lass mir gerne einen Daumen nach oben da. Außerdem, wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, würde ich mich freuen, wenn du das noch machst. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, mach's gut. Servus.